Jo, sind wieder bei Metroid Samus Returns. Beim letzten Mal haben wir uns, naja, ich glaube, weiter in Zone 3 umgeschaut. Was haben wir eine Option eigentlich noch? Bestimmte Menge Items haben wir ohne Artworks in der Galerie freigeschaltet. Ah ne, die gucken wir uns am Ende, wenn dann er an. Wenn wir ein bisschen mehr haben. So, wollte mal einfach mal so ein Menü starten, um zu gucken, wie das da so aussieht. Aber scheint jetzt auch nichts weiter Spezielles zu sein. Dementsprechend, ich glaube, wir waren in einem ganz neuen Gebiet sogar. Schauen wir mal kurz auf die Karte. Ist auf jeden Fall ein Metroid ganz in der Nähe. Zone... Ah, nee, stimmt. Wir sind bei Zone 3 ein bisschen weiter tiefer gegangen. Ich glaube, wir kamen auch oben... Wo kamen wir jetzt eigentlich her? Da kommen wir her. Wir brauchen... Ich noch alle neuen Metroids. Wir haben so viel erkundet und gerade mal einen Metroid erst. Meine Güte. Ja, genau. Da könnten wir noch runter. Wir haben den rechten Teil erkundet und könnten jetzt hier runter. Okay. Au. Fängt gut an, erstmal den Gegner reinlaufen. So. Kann man dich so? Kann man sogar wirklich. Irgendwie habe ich ihn kaputt bekommen. So, und irgendwo wartet hier ein Metroid auf uns. Ich würde mal sagen, hier hinter. Da oben ist was. Die Frage ist jetzt, warum? Das wollte ich nicht machen. Ich muss wieder rausfinden, wie ich hier schieße. Muss ich sogar so schön schräg hochzielen. Ich vergesse immer, dass ich sie gedrückt halten muss. Kommen wir erstmal wieder rein in das Spiel. Ja. Okay. Und da hoch. Das hat erstaunlich gut funktioniert, muss ich sagen. So. Hi. Au. So, erstmal dir deine Fähigkeiten nehmen. Was tust du da? So. Direkt die Fähigkeiten nehmen. Gar nicht erst irgendwie die Chance lassen, irgendwas zu machen. Ah, perfekt. Voll draufhauen, voll drauf. Und tschüss. So viel dazu. Aber ich muss sagen, der Anfang lief verdammt gut. Da ist wieder was, was ich nicht betreten kann. Und hier ist auch nichts weiter. Wie komme ich da jetzt hoch? Konnte man da oben auch fliegen? Also die fliegen aber... Ah, ja, konnte man. Und ich muss... Da starten. Das war schlecht gezielt. So, zack. Ja. Na, ah, verdammt. Das hat besser funktioniert eben. So, und hoch und. Irgendwie kriegt diesen Sprung nicht so ganz hin. Dass es doch gepasst hat. Geil. So. Schon mal auf Eis wechseln. Und dann kommt er hinten wieder. So, ich glaube, von unten treffe ich ihn immer noch am besten. So. Und da haut er wieder ab. Das war so eigentlich nicht gemeint mit und da haut er wieder ab. Da? Ja. Eigentlich dachte ich, okay. Er fliegt wieder in die Luft hoch, aber nein, er haut wirklich ab. Ach, verdammt. Aber gut, dann jagen wir ihn halt ein bisschen. So.
Kommst du zurück? Da ist er wieder. Oh, hab sogar was bekommen. Sehr schön. Oh, das war's schon. Der war irgendwie einfach. Aber gut. Eine weitere Metroid-DNA für uns. So, kann ich hier im Endeffekt nicht einfach ein bisschen leichter gehen, indem ich mich einfach hier... Weißt du, man kann natürlich auch einfach den harten Mode nehmen, wie am Anfang, und man schwingt sich ja von einem zum anderen. Oder man macht es wie eben und schwingt sich einfach eben mal da so von einem zum anderen. Na gut, hätten wir auch den Metroid hier. Aber jetzt wahrscheinlich noch einer in der Nähe. Speichern wir erstmal das kurz mal ab. Ja, wenn man bedenkt, wie es gestern mit den Gamma-Metroids lief. Ich habe gar nicht meine Stoppuhr angeschaltet. Ich weiß gar nicht, wie lange ich aufnehme. Aber zumindest würde ich jetzt einfach mal sagen, das waren jetzt vielleicht so 5 Minuten. Ist hier unten noch was? Hier müsste wahrscheinlich irgendwie von rechts dahin kommen. Also es wäre dann nur ein Rückweg. Okay, da kann ich nicht entlang. Das heißt, hier muss ich mich sogar wirklich mal schwingen. So. Ups. Und rüber da. Können wir noch einmal unsere Missiles aufladen. Die habe ich doch gerade ganz gut verbraucht. So, ist da hier unten einer drin? Weiß nicht. Hallo? Da kann ich auf jeden Fall meinen Aeon wieder auffüllen. So, weg mit dir. Oh nee. So. Komm her. Wie ausgemacht. Das wollte ich nicht. Ja, okay, das hat wieder gut gepasst. Laden wir erstmal unser Aeon nochmal auf. Und. Schauen mal. Okay, hier kann ich auf jeden Fall erstmal nicht mehr zurück. Ich will möchte also, dass ich hier weitergehe. Ah! So kann ich zurück. Was hat es mir dann gebracht, da lang zu gehen? Außer, dass die Viecher wieder da sind. Ach so! Dahinter ist ein Gang. Habe ich jetzt gar nicht gesehen. Energietank. Endlich mal wieder. Ich von betrogen wurde. Lass mich raten, ich komme von der Seite gar nicht... Ah, wollte ja sagen, gar nicht dran, aber doch. Oh, endlich! Unser dritter erst. Ist hier noch irgendwas versteckt? Nee. So. Dann schauen wir doch mal. Hier ist wieder schwächer, das Signal. Ich glaube, oben war es stärker, oder? So. Ein bisschen anschließen, anlocken. Ist da irgendwas an der Wand versteckt? Also irgendwo über mir dann wahrscheinlich. Na gut. Dann gehen wir jetzt mal hier weiter. So. Kann ich hier runterspringen? Oh, da ist Lava. Das hat gut funktioniert. Das war wirklich auch genauso geplant vom Sprung her. So, da kann ich auch runter. Das ist eine... So. Alles her damit. Okay, ein bisschen runter. Dann schwingen wir uns hoffentlich. Oh Gott! Darüber, wollte ich gerade sagen. Es hat besser funktioniert, als ich dachte, dass es funktionieren würde.
So. Okay, und dann einfach darüber. Das ursprüngliche Match hatte, glaube ich, sogar nur 8 E-Tanks. Also gar nicht mal so viele. So. Manchmal vergesst doch mal die Waffe zu wechseln. Und ich kann dich doch sicher auch von unten einfach ganz gut besiegen, oder? Rot? Nee. Wow. Achso. Mein Schild habe ich zurückgehauen. Hey, was ist das? Du drehst um! Ich glaube, jetzt ist er tot. So, und rüber. Gut, ich bin eigentlich nur kurz den von dem Gegner ausgewichen und bin plötzlich da oben gelandet. Ah, und ich sehe schon. Metroid Time. Und zwar ein Alpha, wie man sieht. Er kriegt noch nicht mal seine eigene Musik hier. Aber er kann sogar seine Bomben noch weiterschmeißen. Ich wollte ihn gerne noch einfach diese Stromattacken zu unterbinden, aber irgendwie habe ich das nicht mehr zeitlich geschafft. Und tschüss. Und damit haben wir schon den zweiten Metroid innerhalb kürzester Zeit in diesem Part bekommen. Und der war auch eigentlich wieder mal ziemlich einfach. Aber gut, die Alphas halt, ne? Nein, spring raus. Einmal durch. Das tut zwar jetzt ein bisschen weh, aber ich komme damit hier ein bisschen weiter, Filler. Never mind. Oh, ich bin fast tot. Geil. I shouldn't have done that. Der offensichtliche Fall von I shouldn't have done that. Und RIP. Darf ich den Metroid jetzt auch nochmal machen? Nicht, dass er schwer wäre, gewesen wäre, aber... Okay, da war ein Checkpoint, als ich den Metroid besiegt habe. Das, war nicht so geplant, glaube ich. Aber kann ich mir jetzt da jetzt mal auf der Karte so eine Markierung machen? So nach dem Motto... da. Geht das nicht? Da. Da ist Feuer. Da muss ich irgendwann zurück, wenn ich mich besser vor Hitze schützen kann. Mal gucken, ob ich das dann noch weiß, wenn ich dann soweit bin. Und runter. Oh, das hat sogar noch getroffen. Sehr schön. Moment, gucken wir das mal so. Okay. Zack. Lava kann ich ja leider nicht latschen. Spätestens erst, wenn ich den Gravity Suit habe. Wenn es ihn hier gibt. Wäre cool. Hallo? Das ist überhaupt, wie gesagt, das soll Baby Metroid sein. Ich glaube, es macht auch wirklich eher so prozentual gesehen mehr Schaden, sobald ich länger da drin bleibe. Anfangs geht es ja noch vom Schaden eigentlich. So. Schön Energie wieder aufgeladen und raus hier. Okay. Mal herlocken und alle tot. Perfekt. Na? Und tschüss. Jetzt müssen wir noch von hier aus einen weiteren Weg finden. So.
Ah, meine Raketen habe ich voll, da brauche ich keine. Ah, schlägt wieder aus. Aber da kam ich jetzt, glaube ich, nicht hin, oder? Nee. Schlägt doch eher nach oben als nach unten aus. Haben wir da oben noch einen Weg? Speichern wir erstmal. Ich will mal sagen, die Regierung hat doch extra eindeutig gesagt, wir sollen alle Metroids töten. Also mache ich ja nur das, was die mir gesagt haben. Irgendwo ganz in der Nähe ist einer. Weiter rechts. Hier einer? Wechseln wir sich jetzt aber mal auf den Icebeam. Irgendwas hat hier gerade geschrien. Also rein theoretisch sollte hier wohl irgendwas sein. Aber ich gehe jetzt nochmal runter, denn da beim Speichern, glaube ich, konnte man auch nach links. Und zwar da oben lang. Wow! Hi! Okay. Ich glaube, ich habe meinen Metroid gefunden. Verdammt, nicht erwischt. Perfekt, erwischt. Okay. Ich wollte gerade sagen, habe ich ihn jetzt getroffen oder nicht? Habe ich ihn getroffen? Moment, du schießt ja weiter. Au. Okay. Und schnell weg. So. Oh, das hat mich sogar direkt getötet. Eigentlich wollte ich nur wieder einfrieren und stoppen, aber gut. Gut. Und die nächste Metroid-DNA. Ich glaube, damit haben wir jetzt aber in diesem Bereich alles, ne? Achso, Moment. Mal auf die Karte gehen. Wenn ich mal so gucke. Ich kann ja einfach mal. Achso, ich habe nicht genug Energie, um das zu aktivieren. Oh. Ja. Dann halt nicht. Da hinten haben wir. Da kamen wir nicht weiter, weil diese gelben Türen da sind. Machen wir auch mal eine Notiz dahin. Dahin. Da war eine gelbe Tür. Diese großen, komischen. Da war Hitze, da kam ich nicht weiter. Und dann können wir hier jetzt eigentlich wieder hoch. Okay. Dann geht es wieder zurück. So. Kriege ich jetzt genug für einmal? Ja. Ah, da links wäre noch was. Aber da komme ich erstmal noch nicht hin. Denke ich mal. Hoppala. Also ich will hier in Ruhe so ein Viech hier abschießen, was mich stört und... Moment. So, mal weg mit dir. Geht doch. Kann ich hier nach rechts irgendwo weiter? Nein. Wow. Das sah super aus. Kommt auf mich zu. Schubst mich einfach. Geht weiter. So. Hier war ich auch drin. Aber was ist mit hier weiter oben? Waren wir da weiter oben schon? Au. Und schnell nach oben. Okay, ich gehe ja schon. Sind ja schon weg. Man wollte mich da nicht weiter hochlassen. Ich habe es schon genau gesehen. Ja, toll.
Nope. Darf ich jetzt hoch? Danke. Hier war eine Heilstation. Ich sehe gerade, die kann ich sogar ganz gut gebrauchen. Dann habe ich schon wieder meine ganze Energie verloren. Holy shit. Trifft das? Au. Uiuiui. Okay, dass der jetzt gerade plötzlich von hinten kam, war jetzt nicht so geil. So. Komm weg mit dir. Ich glaube, im Endeffekt können wir jetzt auch einfach nur wieder hochklettern. Nope. Du nicht. Heute nicht, Kollege. Dass das noch getroffen hat. So, jetzt müssen wir mal schauen. Jetzt sind wir dort. Über mir links ist ja noch ein Weg. Also. Eigentlich muss ich gar nicht so oft treffen. Ich muss nur mal treffen, einfach allgemein. Irgendwo hier links von hier. Ist theoretisch ein Weg. Geh mal aus. Okay, wir bleiben dabei, da ist theoretisch ein Weg gewesen. Aber anscheinend nicht praktisch. Na gut. Dann kann ich jetzt erstmal aus dem Gebiet wieder rausgehen. Und mir das Gebiet noch weiter links noch angucken. Ich warte darauf, dass wir irgendwie nochmal irgendeine Fähigkeit bekommen. So, jetzt sind wir wieder hier. Nur den anderen Aufzug wiederfinden. Au. Das ist eine Speicherstation. Moment, was war das unter mir da gerade? Konnte ich da nicht irgendwas ziehen? Ah ne, Moment, da kam ich her. Dann würde ich einfach mal sagen, dann beenden wir hier den Part für heute. Und werden dann beim nächsten Mal gucken, ob wir beim Aufzug noch weiter hinten noch irgendwas machen können. Weil irgendwie müssen wir ja noch 10... Metroids finden. Ich glaube, das bedeutet auch, dass das Symbol da unten auf unserer Karte, weil da steht halt 4 DNA. 0 von 10, glaube ich, haben wir abgegeben. Und 23 müssen wir insgesamt noch. Irgendwo müssen wir noch 6 Metroids finden und da wäre was. Und hier kam ich überall nicht weiter. Naja, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.